Ja, liebe Leute, herzlich willkommen aus Monza. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fans 2019 mit dem nächsten Rennen aus Italien, dem letzten Europa-Rennen dieser Saison. Ja, nach dem sehr souveränen Sieg in Belgien wollen wir natürlich in Italien heute den nächsten Sieg zumachen. Das wäre dann Sieg Nummer 12 im 15. Rennen. Entschuldigung, 15. Rennen ist es. Was jetzt heute, Archie, jetzt zumindest das freie Training, mal gucken, was heute hinbekommen mit einem guten Ergebnis. Italien ist eine Strecke, die mir auf jeden Fall liegt. Ähnlich wie die Strecke, anders als die Strecke nächste Woche, die in Singapur sein wird. Oder das Rennen wird nächste Woche in Singapur sein. Das ist mir so eine Strecke. Williams haben es ja böse verkackt. Aber jetzt wollen wir natürlich, klar, hier triumphieren. Aber wie sieht das Wetter aus? Trocken im Qualifying und Rennen. Sehr gut. So. Auto kann man weiterentwickeln. Im Vorhinein des Upgrade. Wenn ich du wäre, würde ich so investieren. Warte mal, was hat der jetzt gesagt? Ah, eine Woche, okay. So, einbauen. Upgrade entwickeln. Ich würde sowas in der Art empfehlen. Und Upgrade anpassen. Sehr schön. Das ist die Batterie, die wir noch anbauen. Also weiter ein bisschen auf Antrieb gehen. Weil wir in der nächsten Saison wahrscheinlich eh das Team wechseln. Ich weiß aber noch nicht, wohin. Ich tippe, dass wir Richtung Renault gehen würden, werden. Aber gucken wir mal. So. Kann aber auch Toro Rosso werden. Kann aber auch Haas werden. Wir schauen einfach mal, was die neue Saison bringt. So. Auf jeden Fall fahren wir noch eine dritte Saison. Das ist klar. Okay, gut jetzt. Gehen wir rein ins freie Training. Nur so nebenbei. Es wird alle paar Tage, Wochen oder wie auch immer. Ich kann es jetzt nicht versprechen, wie oft, aber mittwochs auch demnächst Livestreams geben der Fans von der Fans 2019. Da ich mich jetzt in einer Mittwochsliga verpflichtet habe, natürlich. Aber dazu gleich im Training mehr. Hallo zurück. Wir freuen uns, dass Sie gleich dabei sind, wenn hier in Monza das Training beginnt. Eine der wohl berühmtesten Kurven in Monza ist die Varianta del Rettifilo. In dieser schwierigen ersten Kurve gab es im Laufe der Jahre schon viele Unfälle in der ersten Runde. Die Teams werden wohl die Luft anhalten und hoffen, dass alle diese Kurve heil überstehen. In dieser kniffligen Kurve ist es nicht leicht, den perfekten Bremspunkt zu finden. Man nähert sich ihr mit rund 330 km/h entlang der Hauptgeraden, muss dann ungefähr 120 Meter vor der Kurve abbremsen, um sie mit etwa 84 km/h nehmen zu können. Es passiert schnell, dass man da zu weit aus der Kurve getragen wird, man von der Strecke abkommt und so seine Position an andere verliert. Mhm. So ist es. So. Es könnte aber sein, dass wir nächste Saison Mercedes sitzen. Mal gucken. Wir sind halt andere Dinger. Oh, also nochmal zurück zur Mittwochsliga. Moment. Alles trocken. Das ganze Rennwochenende. Das könnte ein gutes Wochenende werden. So. Also, wie gesagt, ich werde nämlich so eine Mittwochsliga fahren und alles, und dann bin ich schon übergespannt, weil das ist halt einfach ein Konzept. Die machen so eine Art Story-Modus. Ich habe ein Angebot bekommen, ich werde Ersatzfahrer mit McLaren sein, das ist jetzt definitiv bestätigt. Nächste Woche würde ich wahrscheinlich fahren können, ich weiß es aber noch nicht. Mal gucken, wie es aussieht, wann wir fahren. Das erste Mal. So, ich stelle das Auto mal um. Und dann gib ihm. Der McLaren will ja hier das. Den 5. Oh, upsala. Der McLaren. Oder wir wollen ja hier mit dem McLaren im 15. Rennen den 13. Saisonsieg holen. 12 haben wir ja schon auf der. Quatsch, den 12. Saisonsieg holen. 2 Rennen haben wir ja nicht gewonnen. Mit Deutschland und Ungarn. Und Deutschland war es 4. Platz. In Ungarn war es ein 6. Platz. Ja, genau, das ist es halt. Wir müssen hier abbrechen. Er zählt die Runde, okay. Eigentlich war sie abgebrochen, aber ich nehme sie mal mit, einfach. Ihr habt nichts gesehen, liebe Leute. Ich mag die Strecke ja an sich. Hier übrigens diese Ecke, die zweite Schikane. Und vergessen, 2000, der große Crash. Wo die beiden Jordan sich abgeschossen haben und dann hier ein Rechtstreckenboss ums Leben kam. 8 Autos damals in der ersten Runde raus.
Das wird man auch kaum vergessen. So, Alban mit der ersten Rundenzeit. Heinz. Ich habe gar nicht mitbekommen, was gefahren ist. Der Torosso, aber. Ich muss hier aber komplett muss ein bisschen reinkommen. Die Runde, die Reifen brauchen so eine Runde, bis sie wirklich auf Temperatur sind. So, jetzt die letzte Variante hier. Und da geht es auch schon Ziel, eine sehr kurze Strecke. Nicht wie anders als in Belgien letzte Woche, wo wir da mit Kilometer technisch die längste Strecke hatten, 7,5 oder was war das, so 7,0 oder so. So, jetzt haben wir sie erstmal bekommen. Der Alpha mit der schnellen Rennrunde, 1,24 irgendwas war das jetzt gerade. Also Respekt, der ist mal 1,5 Sekunden schneller als wir. Und das reicht mit der unserer ersten Variante, oder mit unserer ersten Runde reicht es nicht. Einmal fährt auf Hart sich gerade. Ja, die Frage ist, ob wir es heute hier hinkriegen, im Ferrari dann mit dem McLaren zu gewinnen oder was zu triumphieren. Also nicht heute, sondern am Rennwochenende. Also so wird es auf jeden Fall nichts werden, so wie ich das gerade mitbekommen habe. Weil wir haben echt viel verloren jetzt in dieser Schikane. Es wird nur eine persönliche Bestzeit werden, aber keine... Oh, jetzt die Zeit geht jetzt hoch. Mal gucken, ob es reicht tatsächlich. Ich will eine neue Bestzeit. Kriegen wir sie tatsächlich noch gewuppt irgendwie? ...24,9, das wird reichen. Bestzeit. 24,4, halbe Sekunde schneller von als Norris. Aber die Top-Teams kommen noch. Mercedes, McLaren, Mercedes, Ferrari, ja, Renault. Muss man mittlerweile als dritte Kraft dazu zählen. Weil Ferrari auch nicht mehr so gut ist, wenn man ehrlich ist. Die sind nämlich auch nur noch irgendwie sechste Kraft oder sechstes Auto im Feld. Aber hatte ich deswegen nichts. Ich erzähle Mercedes, Red Bull, Renault, das sind so die ersten drei, vier. Dann kommt Force India schon. Also wartet mal ab. Ich will ja gerne in den Renault wechseln nach der Saison. Heute ist Sainz, unser Teamkollege hier. Ich wollte, dass er jetzt ein bisschen Windschatten mitgeben kann hier. Ah, den nimmt er nicht mit, aber es wird immer besser werden. 24,3 noch gedrückt. Hamilton mittlerweile auf 3 vorgefahren im Mercedes. Also es ist Renault oder Mercedes, einen von den beiden werden wahrscheinlich vor. Wir werden uns wahrscheinlich vorsetzen müssen. Und damit sind wir schon durch mit dem freien Training. Oha. So. Ja, es ist aber auch nicht viel schlechter. Viel besser. Norris auf 3. Stark, Bottas. Vorbei ist das auf jeden Fall. Hülkenberg auf 2. Also, das sind gute Ergebnisse, was das Freitraining betrifft. Bestzeit Hülkenberg im zweiten Sektor. Oder haben wir sich verkackt? Die Session ist abgeschlossen. Also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Richter, Hülkenberg und Lando. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Ja, als ich Hülkenberg auf Soft. Nee, Stroll auch, also Williams. Auf 15, okay. Unser ehemaliges Team, das, den Sieg haben wir ja schon zementiert.
Also wir haben jetzt den Siegrekord eingestellt. 11 Siege haben wir ja auch schon. Den nächsten wollen wir hier in Italien feiern. Bis vor dem Grand Prix von Ungarn haben wir ja alles gewonnen. Und danach... Ungarn, Deutschland ein vierter Platz. Und dann auf der Abstrecke, wo wir dann mit den Software eine Runde länger, wahrscheinlich ein bisschen was mehr, wahrscheinlich sogar das Podium gerissen. Aber okay, so Dinge gibt's auch immer. Wir sehen uns wieder jetzt gleich im zweiten freien Training. Da gehen wir jetzt nämlich rein. Hier aus Italien. Bella Italia. Aus Monza. So. Fahren wir nochmal los. 4 Runden mit den Mediums. Und dann fahren wir am letzten Mal, fahren wir wahrscheinlich 2 Jahre rum mit dem Mist Soft. Damit wir da auch noch was hinbekommen. Also auf Medium sind wir auf jeden Fall stark. Wir sind gut dabei. Und Renault, wie gesagt, ich nehme die so langsam ernst. Die haben einige gute Ergebnisse gefeiert. Und wenn ja, mal können wir mal gucken, ob wir nächste Saison die wieder zum Siegauto bringen. Mit McLaren haben wir es geschafft. Mit Williams haben wir es geschafft. Und vielleicht mit Renault. Die Weltmeister von 2005 und 2006 mit Fernando Alonso damals. Wer erinnert sich? Natürlich. Und jetzt wollen wir es natürlich hinbekommen. Erstmal konzentriere ich mich voll auf die Saison mit dem McLaren und ob wir das hier hinkriegen. So, die erste Kurve gut genommen. Aus Fettgewicht stellen. Jetzt ist es eigentlich der dritte Sektor, den wir aus dem tatsächlich gerissen haben. Im ersten zweiten Sektor waren wir deutlich langsamer als der Rest des Feldes, als Nico Hülkenberg. Er hat entweder Renault oder Mercedes oder Toro, so eine von den dreien. Wie ist es halt noch? Nee, ich vermute, dass es aber Renault oder Mercedes werden wird, wo wir unterschreiben werden. Renault habe ich ja, glaube ich, 2015 und 2016 gemacht. Damals meine Karriere auf meinem Kanal. Und Mercedes waren irgendwie nur 4 Rennen oder so vor 2 Jahren. Nee, letzte Saison, Quatsch, beim 18er. Die ersten 4 Rennen, ja, ja. Und dann sind wir ja rüber zu Red Bull gegangen. Weil ich persönlich mit dem Auto nicht so klar kam. Also es halt, ich werde das Pech in Hamilton Bot, das da vorne dann Voraussetzungen, falls wir rüberwechseln, trennen müssen. Oder gibt es die Reunion mit Weber im Renault? Das heißt, Hülkenberg müsste sich nach der Saison ein neues Auto suchen. Aber wieder, das sind alles Zukunftsmusik oder Albern und. Devin Butler. Die zwei Jungs im Toros. So eine von den. Also, es wird eine von diesen drei Optionen jetzt werden. Toros habe ich noch gar nicht gehabt in der Karriere, glaube ich, ne? Die habe ich nur mal online gefahren, damals in meiner ersten. Aber ja. Ach, scheiße. Ein bisschen Zeit verloren. Ja, ich bin sie nur mal online gefahren. Ich habe sie nie in der Karriere gehabt. Allein dann habe ich ja schon in der Karriere gehabt. Ja, es könnte auch sein, dass es das Toro wird. Oder Haas sogar. Haas habe ich auch nur online gefahren. Ein Jahr lang. Meine ersten Formel 1 Saison hier in der MSFL. So, da vorne ist ein Toro, wo wir gerade dabei sind. Ja, ich denke schon, dass es so in die Richtung da vorne geht. Wir wollen ja Weltmeister werden, aber gut, mit Williams haben wir es nicht geschafft, das ist klar, aber. Und es ist der zweite Sektor, der uns jetzt tatsächlich die Bestzeit verbaut hat. Albon ist es. Der jetzt eben schon den Windschatten genommen und jetzt tatsächlich im Weg steht. Boah, Alter, das war mir fast klar. Der bremst in dem Moment genau vor der Kurve.
Der bremst in dem Moment genau vor der Kurve und dann... Oh, damit komme ich nicht. Also das müsste fast, könnte eine 5 Sekunden, 5 Blitzestrafe für Albon geben. Also das darf nicht passieren, dass er da so eine Aktion bringt. Ich werde dann natürlich nicht in die Garage zurückziehen. Und damit versaut er uns tatsächlich die Runde. Mit der Aktion. Das war nämlich schön, er wollte es vorbeilassen, das weiß ich. Das ist ein Missverständnis gewesen, aber trotzdem ist es ärgerlich. Zieht er da ein bisschen mit dem Speed an? Kimi vorbei an uns mit dem Haas. Oder wir waren auf der Kurve, auf Kurs absolute Bestzeit. Ja, ja, komm, fahr. Er hat tatsächlich schon kaputt gemacht mit seiner, mit dieser Aktion. Also das darf ihm nicht, darf nicht passieren. Wir wollten uns gerade über Toro Rosso unterhalten, aber auf einmal so eine Aktion von Albon. Ich weiß nicht, ob es für ihn da eine 5-Plätze-Strafe, eine Grid-Strafe gibt für diese Aktion. Die Runde hat uns mit der Aktion einfach definitiv versaut. Das heißt, ich hätte mal eine Runde sitzen müssen. Ah, ist das ärgerlich. Das war eine schöne Runde, die wir gut gekommen. Wir haben echt gut vorne durch und 300 zu Vorsprung und dann kommt so eine Aktion raus, ja. Aber wie gesagt, ja, ärgerlich. Vorher wollte ich da links ausweichen, das war ja das, was ich meine. Ja, ich kam ja nur so durch mehr. Das war ja gar nichts. Car repairs have set us back a little. Einfach nur mal einen Versuch. Also ich sehe bestimmt keine Absicht da, definitiv nicht. Es war einfach sehr unglücklich. So, okay, dann gehen wir da vorne. Ich vor uns ist ein Mercedes, diesmal. Ist es Hamilton oder ist es Bottas? Vielleicht auch unser zukünftiger Arbeitgeber. Man weiß es halt alles nicht, ne? Was zu. Gut, wenn wir jetzt was natürlich ein Vorteil, dass du mehr die Team, dass du eher die Team gewinnen kannst. Boah, das ist es. Die ist also nicht so ideal, die Kurve. Na, da, das zeigt sich auch in der Zeit. Hier eben der kleine Zwischenfall mit Albon. An der Ecke war das. Genau, das ist so eine fiese Ecke, da muss man echt aufpassen, man braucht beschleunigen, aber das wird nichts werden mit der Runde. Das wird nichts werden mit der Runde. Naja, machen wir Feierabend für heute, also fürs Training hier, für Training 2. Bestzeiten los. Ja, das ist knapp. Ich sag ja, es ist nicht so stark wie Belgien. Mercedes kann schon 19 Ferris, also Alpha und mit
Top-Ergebnis, definitiv. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir noch einmal die drei Bestplatzierten. Richter, Norris und Kevin Magnussen. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Gut, abgesehen davon, dass Ferrari auf hart gefahren ist, aber die beide im Niemandsland auf 9 und 12, ist für die heimischen Fans quasi eine Katastrophe. Das Team schon so abspielen. Ich glaube, es geht eher einzig gegen Mercedes nur noch. Naja, mal gucken, was die Software jetzt bringt. Jetzt fahren sie nämlich definitiv. Die Hard werden wahrscheinlich keine Option werden. Das kommt mit dem Rennwochenende definitiv nicht. Und dann, wir haben natürlich, ja gut, dann, wir haben Flügelschaden in der ersten Kurve, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Naja, gut. Cool, wir haben so schon aufgezogen, das heißt, wir können direkt auf die Strecke. Aber jetzt werden wir auch nicht so viele Fahrrunden fahren. Ja, schöner Fettschell und gib ihm. So. Erste Kurve, ne? Die ist nicht ganz einfach. So, auch die zweite hier ist nicht ganz ohne. Also lange Geraden und dann so kleine Schikanen eingebaut. Gut, die Strecke ist ja keine Vollspeed-Strecke, High-Speed-Strecke. Kommen wir gegen den Tunnel durch, wo die ganz alte Strecke früher drüber ging. Und zwar hier. Also die Brücke. Gucken, was die Mediums jetzt, was die roten Softreifen uns bringen. Fort ist ein Haas. Da kennt man dann den braunen Punkt links an der Karte. Man weiß halt nur nicht, wer es ist. Ob es Kimi ist oder ob es Grosjean ist. Ist es Kimi? 1.23.1. Hey, das war der Ricciardo, uns in die Spur ziehen kann. Ah, die Kurve ist nicht gut. Die haben wir verkackt. So, jetzt haben wir wieder ein Auto vor uns. Bitte jetzt nicht noch so ein Ding, noch mal so ein Ding. Ja, ein bisschen weit rausgekommen. Na, Mutter, habe ich fast neu. Jetzt haben wir das Glück gehabt, dass wir hier mitnehmen können. Oder schön den Windschatten jetzt gegen den Haas mitnehmen. Ah, da war viel zu weit rausgekommen. Es wird wahrscheinlich jetzt genau passieren, dass wir jetzt genau das andersrum passieren, dass Kimi sich im Windschatten jetzt mit uns von uns holt. Mit dem letzten Sektor haben wir es versaut. Schade. Aber das Speedtest ziehen wir dem Haas locker weg. Das sieht man nämlich hier schön im Rückspiegel. Wir müssen jetzt mal besser hinbekommen.
Weil die Runde wahrscheinlich mit den abgefahrenen Medium, mit den abgefahrenen Zoff natürlich nicht viel bringen wird. Ja, wenn man wieder grün. Und Violett im zweiten Sektor. Ja, das Thema ist jetzt eh durch. Wir sind vorne. Für von Kimi Räikkönen, vor Hamilton und Räikkönen. Und damit sind wir durch mit dem freien Training. Hier aus Italien. Diesmal ist ja schon deutlich mit über eine Sekunde vor Bottas. Mit dem Kollegen jetzt auf 6, sehr schön. Und Vettel auf einmal auf 4. Das ist verdammt knapp da oben. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Richter, Bottas und Sergio Perez. Das war's, das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Ja, da sehen wir uns nämlich dann in Singapur wieder, nächste Woche Freitag. Ja, uiuiui, das wird das werden. Singapur steht auch so eine Strecke, wo ich mir denke, ei, das wird nichts werden. Aber mal gucken, was drin ist. Wir wollen ja gerne da was holen. Also einige Punkte wären toll. Ich meine, was die Fahrer werden betrifft, bin ich eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass was diese Saison rocken werden. Aber es geht halt auch ein bisschen um die Team-WM. Ich würde gerne beide Titel holen und dann gucken. So, das war auf jeden Fall das Training. Wir sehen uns in der nächsten Session wieder. Das heißt, morgen um 14 Uhr dann wieder mit dem Qualifikationstraining zum großen Preis von Italien. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss.